Minneapolis in den USA. Im Winter ist es hier meistens weit unter 0 Grad. Alan Law ist auf dem Weg zur Heilsarmee in der Innenstadt. In seinem Wagen hat er rund 1000 Sandwiches für Obdachlose und Bedürftige. Für viele hier die einzige Mahlzeit, wenn die Hilfsquartiere für die Nacht voll sind. Schon als Kind, als ich 11, 12 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Menschen helfen werde. Als ich dann 1999 Rentner wurde, habe ich mich entschlossen, jede Nacht auf der Straße zu verbringen, bis zum Ende meines Lebens. Alan verteilt auch Socken, Zahnbürsten, Seife. Und ganz besonders beliebt sind Winterhandschuhe. Aber vor allem verteilt Alan Nächstenliebe. Das größte Problem von Obdachlosen ist die Einsamkeit. Sie haben keine Freunde. Ich versuche ihnen die Nachricht zu geben, dass es Hoffnung gibt und sie ihren Nächsten lieben sollen. Sei dankbar für das, was du hast und hilf anderen. Das ist mir sehr wichtig. 2014 hat Alan über 700.000 Sandwiches verteilt. Gemacht und finanziert werden sie von Unternehmen, Kirchen und Familien, die seine Organisation unterstützen. Wie hier Mitarbeiter einer Firma, die 25.000 Sandwiches macht. Aufbewahrt werden sie in 19 Gefrierschränken in Alans Wohnung. Jeden Abend packt er die Sandwiches für die Nacht in seinen Wagen. Einige denken bestimmt, ich tick nicht mehr richtig. Meine Nachbarn sehen, wie ich jeden Abend um 8 den Einkaufswagen mit 600, 700 Sandwiches mehrmals hoch und runter fahre und in meinen Wagen packe. Es wird immer anstrengender für Alan, diesen Dienst zu machen. Er ist jetzt über 70. Und dazu kommt, dass Alan Prostatakrebs hat und nicht weiß, wie lange er diese Arbeit noch machen kann. Am wenigsten mache ich mir Sorgen ums Sterben. Dann bin ich für alle Ewigkeit im Himmel. Aber ich will noch nicht sterben. Es gibt zu viele Menschen hier unten, die Hilfe brauchen. Alan ist wie ein rollendes Notfallversorgungszentrum. Das Mitgefühl der Bürger fließt buchstäblich durch Alan Law zu den Menschen, die es am meisten brauchen. Es geht Alan aber um mehr als nur Sachen zu verteilen. Er möchte den Menschen helfen, wieder ins Leben zu finden. Er hilft Leuten, einen Therapieplatz zu finden, eine feste Bleibe oder ein Notquartier. Sein Handy ist rund um die Uhr an. Wenn er nicht helfen kann, dann weiß er oft, mit wem sie sich in Verbindung setzen müssen, um Hilfe zu bekommen. Ich war total pleite. Dann habe ich diesen Mann getroffen und mein Glück wendete sich. Er hat mir ein paar Dollar geschenkt und eine Busfahrkarte. Jetzt habe ich einen Job gefunden für 4 Tage, 8 Stunden am Tag. Es ist wie ein guter Virus, der sich verbreitet. Viele Leute warten auf ihn, um mit ihm zu reden. Sei es, um ihr Herz auszuschütten oder weil sie Hilfe brauchen. Er ist die Hand, die immer hilft. Es geht nicht um mich. Ich glaube fest daran, dass ich Gottes Willen tue. Ich muss den Menschen auf der Straße helfen.